Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 16. Oktober 2022 und wir springen zurück an die Front zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Ja, in den letzten 3 Tagen gab es kein Update, demnach gibt es jetzt hier ein etwas umfangreicheres Update, was in den letzten 3 Tagen geschehen ist. Wir starten wie gewohnt wieder an der Front bei Cherson auf der westlichen Seite des Dnepr-Flusses. Und hier hören wir davon, dass die Ukrainer einen Angriff planen, genauer gesagt 2 Angriffe. Es wurden hier mehrere Kolonnen an Militärtechnik gesichtet, die aus Mykolaiv über die M14 in Richtung Cherson abgefahren sind. Es handelte sich hierbei wohl um eine LKW-Kolonne mit Munition. Es waren wohl auch mehrfach Raketenwerfer dabei und auch zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge. Demnach gehen die Russen davon aus, dass die Ukrainer hier 2 Angriffe planen werden. Und zwar auf der einen Seite hier über den Stützpunkt Ternopil, den momentan die Russen unter Kontrolle haben. Auf der anderen Seite über Pravdivne, den die Russen ebenfalls kontrollieren. Die Russen fokussieren ihre größte Streitkraft vermutlich hier in diesem Schirm an der M14, nordwestlich von Cherson, vor allem hier in Kiselivka, wo die Russen wahrscheinlich die größte Streitkraft konzentrieren werden, um hier eben die Ukrainer davon abzuhalten, in Richtung Cherson durchzubrechen. Demnach könnten die Ukrainer hier eben in diese 2 Richtungen angreifen und versuchen hier diese russischen Positionen mehr oder weniger zu umgehen und die Russen dann eben von der Seite auch beziehungsweise in den Rücken anzugreifen. Demnach sind das hier die aktuellen Informationen, die wir von den Russen hören. Die Ukrainer sind hier weiterhin aktiv. Die 59. motorisierte Infanteriebrigade hat hier weitere Angriffe durchgeführt. Wir haben hier in den letzten Tagen weiterhin eine Aktivität an Artillerie gesehen im gesamten Raum, also auch Pravdivne, Ternowe Bory, auch hier die Stützpunkte um Kiselivka waren beteiligt und demnach gehen die Russen hier davon aus, dass hier der nächste Angriff passieren wird in Richtung Cherson. Auf der anderen Seite hören wir bei Alexandrivka, dass die Ukrainer hier ebenfalls einen Angriff starten könnten. Die Ukrainer bzw. einige unbestätigte Quellen berichten davon, dass über diese Straße ebenfalls Verstärkung entlang des Dnepr-Flusses bzw. des Dnepr-Golfes hier in Richtung Alexandrivka geschickt wurde. Diese Stadt hat schon einige Male die Seiten gewechselt in den letzten Monaten. Demnach könnte es gut sein, dass die Ukrainer hier einen Angriff starten werden, um eben auf dieser Straße der T-1501 in Richtung Cherson durchzubrechen, von der westlichen Seite. Demnach werden die Ukrainer damit vermutlich beginnen, in den nächsten Tagen hier diesen Stützpunkt zu erkämpfen. Und wenn das Ganze tatsächlich gelingen sollte, ich denke, die Russen haben hier eine relativ stabile Verteidigung aufgebaut inzwischen. Wenn das Ganze gelingen sollte, werden sich die Russen vermutlich zurückziehen über diese Straße, über Stanislav in Richtung Shiroka Balka. Und zwar vermutlich hier an diesen Kanal, der hier vom Dnepr eben durchfließt in den Norden. Und damit wäre die Front auch kürzer, wenn die Russen tatsächlich die Frontlinie dann hier gerade in dieser geraden Linie zum Dnepr verkürzen, anstatt hier diese eckige Frontlinie aufzubauen mit dem Stützpunkt Stanislav. Demnach gehe ich auch davon aus, dass die Russen vor allem Alexandrivka und Shiroka Balka sehr, sehr gut befestigen, und wir wissen auch noch aus den ersten Kriegsmonaten, dass Shiroka Balka ein wichtiger Stützpunkt der russischen Streitkräfte war, vor allem hier auf der westlichen Seite von Cherson. Gut, so viel erstmal zur Cherson-Front. Wie gesagt, es gab Kämpfe, es gab Aufklärungskämpfe. Die gab es auch hier einige Male wieder bei Maximowka, Kiselivka und hier in den Bereichen um Zelenechai und Ternowe Bory. Allerdings hier auch erstmal keine größere Offensive der ukrainischen Streitkräfte. Damit gehen wir weiter zum Frontabschnitt bei Bruskinske, Davidev Brid, Kostromka. Hier hören wir davon, dass die Ukrainer einen neuen Pontonübergang errichtet haben über den Inhulets-Fluss bei Davidev Brid. Die Ukrainer haben aus diesem Stützpunkt inzwischen einen wichtigen Knotenstützpunkt gemacht und versorgen eben bzw. besiedeln momentan hier diesen Stützpunkt mit zahlreicher Technik, die dann vor allem genutzt wird, um in den Süden hier anzugreifen in Richtung Bruskinske. Demnach hat man jetzt hier mit diesem Pontonübergang die logistische Situation weiterhin verbessert und vermutlich werden die Ukrainer von hier aus in den Süden Richtung Ischinka, Bruskinske und Kostromka die Angriffe führen.
Insgesamt kam hier in den letzten 3 Tagen auch ja, relativ große Verstärkung in Form von mehreren Bataillonen an die Front bzw. an die Stützpunkte, die momentan hier auf der ukrainischen Seite liegen. Also vor allem Davydovbryt und Mala Alexandrowka bekamen hier nochmal Versorgung. Inzwischen nutzen die Ukrainer nicht mehr so intensiv hier diese Pontonübergänge bei Andreevka. Und haben vor allem hier den Stützpunkt Davydovbryt jetzt genommen. Hier gibt es auch diese Straßenverbindung von Berezino Hrovace in Richtung Davydovbryt. Und das Ganze kann man hier ein bisschen besser nutzen. Demnach ja, beschränkt man sich im Moment auf die Pontonübergänge bei Velike Artakove, bei Bilachirka in dieser Region Bila-Krenica und eben bei Davydovbryt. Aber auch hier in den letzten Tagen die Situation eher ruhig, eher das, was wir in den letzten ein, 2 Wochen auch gesehen haben, nämlich dass die Ukraine hier teilweise eben versucht haben, mit Aufklärungstruppen in russische Positionen einzudringen und hier diese aufzuklären. Die Russen hatten hier die Ukraine immer wieder zurückgeschlagen und diese haben sich dann immer in Richtung Mala Alexandrowka oder Davydovbryt zurückgezogen. Ja, und jetzt kommen wir zum ja, nördlichen Teil der Front, direkt hier am Dnepr-Fluss. Hier gab es tatsächlich einiges in den letzten 2 Tagen. Und zwar haben die Ukrainer auch hier weitere Reserven nach Berislav verlegt, beziehungsweise nach Dutschani. Also an die Berislav, auf die Berislav-Bewegung, würde ich jetzt mal sagen. Berislav ist hier die direkte Straßenverbindung mit Dutschani. Und ja, die Ukrainer hatten hier weitere Verstärkung hingebracht. Und ja, gestern am 15. Oktober eröffneten die Ukrainer um 5 Uhr morgens ein massives Artilleriefeuer auf russische Positionen in der Region zwischen Pertechatki und Milove. Das Ganze führte dann dazu, dass die Russen sich hier in Kampfbereitschaft begeben hatten. Demnach folgte hier einige Stunden später auch ein massiver Angriff von den ukrainischen Streitkräften. Die Ukrainer nutzten eben hier auch das Artilleriefeuer als Vorbereitung für diesen Angriff. Es waren hier wohl 2 BTGs beteiligt und diese sind dann eben hier auf der einen Seite über diese Straße, über Dutschani in Richtung Milove gestürmt, auf der anderen Seite aber auch hier über Nowogamenka in Richtung Pertichatki, in Richtung Suchanowe. Und hier, ja, hörten wir gestern von sehr, sehr intensiven und schweren Kämpfen auf beiden Seiten. Beide Seiten berichteten das Ganze. Demnach hatten die Russen aber hier wohl Erfolg. Die Russen haben es geschafft, diese Offensive, die die Ukraine hier gestartet haben, vollständig abzuwehren. Und die Ukrainer mussten sich danach hier wieder zurückziehen. Demnach hören wir hier von russischen Quellen, dass 15 Panzer und 20 gepanzerte Fahrzeuge zerstört wurden. Die Russen schätzen weiterhin die Zahl der Gefallenen der ukrainischen Streitkräfte auf ungefähr 120 Mann. Demnach ja, war hier wohl, beziehungsweise demnach ist hier diese Offensive wohl fehlgeschlagen. Die russische Verteidigung bestand hier vor allem aus Soldaten der 205. Brigade und der 810. Brigade, die hier die Verteidigung gehalten hatten. Und gerade hier am Dnepr-Fluss war wohl auch die 126. Küstenverteidigungsbrigade der Nationalgarde im Einsatz. Demnach hier der erste Erfolg für die russischen Streitkräfte, nachdem man hier ja, den Bereich nördlich der Front vollständig an die Ukraine verloren hatte. Ja, insgesamt schätzen die Russen aber hier diesen Angriff als einen Vorbereitungsangriff ein. Die Russen erwarten hier in den nächsten Tagen weitere Offensiven der Ukrainer. Demnach berichten einige Russen davon, dass diese 2 BTGs, die hier bei diesem Angriff beteiligt waren, wohl darauf ausgebildet waren, hier vor allem sehr, sehr schnell durchzubrechen und zu manövrieren. Und demnach wären daraufhin die Hauptstreitkräfte eingetroffen und hätten hier eben mit weiteren Operationen begonnen, nachdem man eben die Verteidigungslinie eingebrochen hatte. Das Ganze ist aber hier nicht passiert, weil die Russen es geschafft haben, diesen Angriff zurückzuschlagen. Demnach warten wir hier auf weitere Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auch in den nächsten Tagen. Ja, so viel dann erstmal zur Front bei Cherson auf der Westseite des Dnepr-Flusses. Wir gehen jetzt weiter zur Front südlich von Saporizhia. Und hier hören wir davon, dass die Ukrainer wohl einen Angriff auf das Kernkraftwerk in Enerhodar vorbereiten. Es handelt sich hierbei um das Kernkraftwerk, um das größte Kernkraftwerk in Europa, momentan eben in der russischen Kontrolle. Dieses Kernkraftwerk hatten die Ukrainer schon
ja, häufige Male versucht einzunehmen mit Operationen über den Fluss, beziehungsweise mit Operationen, die sie geübt haben hier in der Region um Enerhodar. Demnach ja, schließen die Russen hier eine Seelandung der ukrainischen Streitkräfte nicht aus. Und wenn die Ukrainer das tatsächlich vorhaben, dann wäre es natürlich wichtig, hier zu operieren, bevor der Dnepr zufriert. Ja, und wenn wir uns den Dnepr mal anschauen, der Dnepr friert ungefähr ab Dezember bis Februar mehr oder weniger ein. Allerdings ist das Eis dort sehr, sehr dünn. Demnach ist das Ganze ja, für Manöver über den Fluss natürlich sehr, sehr schwer. Hier Streitkräfte über den Fluss zu bringen und auch hier eine Seelandung durchzuführen. Demnach hören wir hier von den Russen, dass die Ukraine vermutlich in den nächsten 2 Monaten hier einen Angriff starten müssten, ja, bevor der Dnepr eben hier den Ukrainern in die Quere kommt. Das gleiche gilt auch für Solotabalka hier in Cherson. Auch hier gab es öfters die Berichte, dass die Ukraine eine Seelandung durchführen könnten auf die östliche Seite von Cherson, um von hier aus dann eben in Richtung Enerhodar vorzurücken. Demnach bleibt hier die Situation weiterhin spannend und es kann natürlich gut sein, dass die Ukraine hier die Chance nochmal nutzen werden in den nächsten 2 Monaten. Ansonsten die Front bei Saporizhia eher entspannt, eher ruhig. Es gibt hier weitere Artillerieduelle, vor allem eben in der Region zwischen Kamjanske und hier Hulaypole. Insgesamt gab es hier auch einen Aufklärungskampf der 65. Mechanisierten Brigade, und zwar beim Stützpunkt Novoprokopjewka. Es handelt sich hierbei um den Stützpunkt nördlich von Tokmak, hier in dieser Siedlung. Die Russen konnten hier diesen Angriff zurückschlagen. Ansonsten gab es auch weitere Berichte eben von den Russen, dass ukrainische Special Marine Forces eine Seelandung geübt haben und dass man diese eben gesichtet hat mittels der Aufklärung im Dnepr hier südlich von Saporizhia. Und diese Boote, die hier wohl bei dieser Übung beteiligt waren, sind hier dann in den Hafen bzw. in den Stützpunkt hier Wilna-Andreevka zurückgezogen, und hier werden diese wohl aktuell repariert. Ja, so viel hier zu der Front. Auch in anderen Frontabschnitten ist die ukrainische Aufklärung weiterhin aktiv, auch hier bei der Region südlich von Hulaypole. Und was wir ebenfalls hören, ist, dass die Ukraine hier einen Angriff vorbereiten in Richtung Marfopil, direkt südöstlich von Hulaypole. Allerdings ja, bleibt hier die Situation eher ruhig an der Front. Wie gesagt, bis auf Artillerieduelle gab es hier keine wesentlichen Kampfhandlungen, und demnach ja, behalten wir hier die Situation weiterhin sehr, sehr genau im Auge. Ja, und damit gehen wir zur Donetsk-Front. Hier ebenfalls weitere Kämpfe, vor allem hier in Marinka, in dieser Region. Auf der östlichen Seite von Marinka gehen die Kämpfe weiter. Die Russen versuchen hier auf der einen Seite aus dem Westen, aus dem Osten, auf der anderen Seite aus dem Süden in diesen Stützpunkt hineinzukommen und die Ukraine hier hinauszudrängen. Das Ganze gelingt den Russen schon seit Monaten nicht, und demnach halten die Ukraine hier ihre Verteidigung. Auf der anderen Seite stürmen die Russen bzw. die Volksmiliz der Donetsk-Republik hier die Stützpunkte Opytne und Wodjane. Man hat es hier geschafft, einige Befestigungspunkte der Ukrainer zu erkämpfen und die Ukrainer eben nahezu vollständig in diese Stützpunkte zurückzudrängen. Diese Stützpunkte sind nach wie vor in Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte, und hier gehen die Kämpfe ebenfalls weiter. Das gleiche gilt auch hier für den Bereich zwischen Pervomaiski und Pyski. Hier ebenfalls Kampfhandlungen, und auch hier im Bereich um Niewelske hören wir ebenfalls von zahlreicher Kampfaktivität. Allerdings kann ich auch hier noch von keinen konkreten Fortschritten der Russen berichten. Die Ukrainer halten hier die Verteidigungslinie noch sehr, sehr gut. Und das gleiche gilt auch nochmal nördlich für Avdiivka. Hier ebenfalls weitere Kampfhandlungen in der Region um Krasnohorivka und der H20-Autobahn. Auch hier halten die Ukraine die Verteidigung weiterhin sehr, sehr gut. Ja, und damit gehen wir jetzt zur Bachmut-Front. Hier hören wir davon, dass die Wagner-Gruppe weiterhin versucht, in Richtung Bachmut vorzurücken. Es gab hier vor allem in den letzten 2, 3 Tagen heftige Kämpfe in der Region um Opytne. Laut der Wagner-Gruppe selbst hat man es geschafft, die Siedlung Iwan Chrat einzunehmen.
Und demnach gab es eben hier jetzt entlang der T0513 und der Region zwischen Ivanhrad sehr, sehr heftige Kämpfe um diese Siedlung. Demnach hat die Wagengruppe wohl noch nicht geschafft, diesen Stützpunkt einzunehmen. Auch hier die Ukrainer weiterhin sehr, sehr fleißig in der Verteidigung beschäftigt. Hier bei Dradjewka gibt es ebenfalls Kampfhandlungen und auch hier östlich von Kudjumowka. Ebenfalls Versuche der Wagner-Gruppe mit einigen Einheiten der Volksmiliz der Donetsk-Republik hier vorzurücken, allerdings auch hier eher beschränkt in den Erfolgen. Ja, und das Gleiche gilt auch hier nochmal für Soledar, ebenfalls Kampfhandlungen südlich von Soledar, eben in der Region um Bachmutske. Auch hier gab es noch keine Erfolge seitens der russischen Streitkräfte. Ja, und damit gehen wir jetzt hier auf den Frontabschnitt zwischen Soledar und Spirne. Hier erwarten die Ukrainer in den nächsten Tagen eine größere Offensive der Russen. Die Russen haben hier wohl einige Streitkräfte konzentriert. Demnach gab es hier weitere Kampfhandlungen in der Region um Spirne. Dieser Stützpunkt ist momentan sehr, sehr stark umkämpft, wie auch in den letzten Monaten schon. Die Ukrainer halten diesen Stützpunkt aktuell wohl noch. Die Russen sind allerdings schon hier auf der Bewegung Richtung Wyminka und bedrohen hier eben die ukrainischen Stützpunkte bei Iwanodarivka und Spirne. Allerdings ja, halten die Ukraine hier auch weiterhin sehr, sehr gut die Verteidigung und wir können hier momentan von keinen Erfolgen der Russen berichten. Hier ist auch weiterhin die russische Artillerie sehr, sehr aktiv im Einsatz, also allgemein am Frontabschnitt zwischen Bachmut und Spirne ist die russische Artillerie sehr, sehr hoch konzentriert und demnach haben es hier die Russen momentan am einfachsten und wenn die Russen tatsächlich Erfolge erzielen sollten in den nächsten ein, zwei Wochen, dann können wir diese Erfolge eben vor allem in diesem Frontabschnitt erwarten. Hier in diesem Frontabschnitt sei auch noch angemerkt, dass die ukrainische Luftwaffe auch inzwischen hier ja, im Einsatz ist. Die Ukraine beschießen vor allem russische Positionen hier in dieser Region mit Sperrfeuer und behindern damit auch das schnelle Manövrieren der russischen Streitkräfte. Ja, und damit gehen wir jetzt zum Frontabschnitt um Kremina und Lissitschansk. Hier starteten die Russen in den letzten Tagen mehrere lokale Gegenoffensiven, vor allem hier aus dem Stützpunkt Kremina aus. Das Ziel war es eben, die ukrainischen Streitkräfte wieder auf die Westseite des Scherenebezflusses zurückzudrängen. Demnach hatten hier die Russen mit einigen Bataillonen hier einen relativ guten Fortschritt erzielt. Man hat es geschafft, teilweise eben kurz vor Torske und Terni hier Kämpfe zu führen. Und diese Stützpunkte standen auch kurzzeitig hier in der grauen Zone. Allerdings haben es die Ukrainer wohl geschafft, inzwischen hier die russischen Angriffe zurückzuschlagen. Die Russen haben sich hier jetzt westlich von Kremina hier in diesem Bereich zurückgezogen. Und die Ukrainer bereiten hier weiterhin einen Angriff vor. Ja, diese operative Pause haben die Russen natürlich ausgenutzt, um den Ukrainern hier einige Probleme zu bereiten. Demnach ist das Ganze hier nur beschränkt gelungen. Insgesamt ist auch hier die Artillerie auf beiden Seiten sehr, sehr intensiv im Einsatz. Die Russen haben es vor allem in den letzten ein, zwei Wochen geschafft, einige Artillerieverstärkung in diesen Raum zu bringen. Und vor allem eben aus dem Stützpunkt Starobielsk kam sehr, sehr viele Kolonnen an. Demnach ja, bereiten sich die Russen weiterhin zur Verteidigung dieser Stützpunkte vor, also vor allem Lysychansk, Privilia, Kremina, Rubizhne, Severodonetsk werden von Russen wohl um jeden Preis gehalten in den nächsten Wochen. Und die Ukrainer, ja, wie gesagt, konzentrieren hier in diesem Bereich 40.000 Mann. Und ja, das Ziel der Ukraine ist wahrscheinlich, hier die Russen zu überrennen, die Stützpunkte Kremina und Svatov einzunehmen und danach hier eben in Richtung Starobielsk vorzurücken und durchzubrechen, um die russischen Verteidigungslinien hier zu überrennen und hier möglicherweise zum Zerfall zu bringen. Und genau, das wäre es auch erstmal zu diesem Abschnitt. Wenn wir jetzt noch etwas nördlicher gehen, dann hören wir davon, dass es weiterhin Kämpfe gibt, vor allem hier bei Wilschana. Der Wilschanka gab es in den letzten ein, zwei Tagen weiterhin intensive Kämpfe.
Das gleiche gilt auch hier für die Region südlicher. Hier vor allem Orljanske, Kislivka, Ivanovka, auch diese Bereiche waren sehr, sehr stark umkämpft. Vor allem die 14. und die 92. Brigade der ukrainischen Streitkräfte versucht hier eben durchzubrechen. Auf der anderen Seite aber auch das Krakenbataillon, das hier inzwischen auch angekommen ist aus der Kharkiv-Region, also aus Kharkiv allgemein. In diesen Frontabschnitt, die ebenfalls wohl beteiligt sein werden an der nächsten Offensive, die die Ukraine momentan vorbereiten. Insgesamt haben es die Ukrainer geschafft, hier Richtung Wilschana vorzurücken über Sinkivka und Liman-Persche. Allerdings ist Wilschana weiterhin in russischer Kontrolle. Die Ukrainer versuchen hier in den letzten 48 Stunden diesen Stützpunkt anzugreifen und einzunehmen, um eben danach hier vermutlich über Wilschana Richtung Tavelzhanka vorzurücken und die russischen Festungen, die die Russen hier errichtet haben, anzugreifen vom Süden aus und die Russen möglicherweise eben aus dieser Siedlung bzw. aus diesem Dorf zu vertreiben. Ja, und ansonsten hatten die Russen hier, die Ukraine hier westlich von Svatove einige erfolgreiche Manöver durchgeführt. Man hat es geschafft, hier noch näher an die P66-Straße zu rücken und inzwischen ist wohl hier, sind diese drei Stützpunkte hier in der grauen Zone, sprich Kowalivka, Karmasniwka und Nowowodjane. Demnach ja, halten die Russen hier in dieser Region um die P66 weiter in die Verteidigung. Auch bei Raichorodka sind die Russen noch ziemlich erfolgreich, was die Verteidigung betrifft. Allerdings erwarten wir hier auch in den nächsten 1, 2, 3 Wochen eine größere Offensive der ukrainischen Streitkräfte mit dem Ziel, die russischen Verteidigungslinie zwischen Svatov und Kremina vollständig zu überrennen. Ja, so viel dann erstmal zum Update, zum Stand des 16. Oktober 2022. Es gibt auch einige neue Nachrichten, die wir sonst bekommen. Und zwar hat sich der russische Präsident Putin dazu geäußert, dass inzwischen 222.000 russische Soldaten mobilisiert wurden. Der Rest wird jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen wohl ebenfalls mobilisiert. Ich erinnere nochmal, die Russen hatten es geplant, 300.000 Soldaten zu mobilisieren mit der Teilmobilisierung, die man Ende des Monats September verkündet hat. Inzwischen schon fast ein Monat her. 33.000 Soldaten sind wohl schon bereits in ihren Positionen und davon 16.000 eben am aktiven Kampf beteiligt. Und das Ganze hören wir auch von der Front, teilweise eben hier vor allem Saporizhia-Region und auch hier in der Region im Norden sind schon einige russische Reservisten angekommen. Ja, und ansonsten hier nochmal ein Video aus Weißrussland. Das Ganze ist wohl vermutlich aus der Region südlich von Minsk. Es handelt sich hierbei um Militärtechnik, die verlagert wird, vor allem in Richtung Russland. Und wer genau hinschaut, sieht hier auf dieser Militärtechnik neue Symbole. Ich erinnere nochmal, die Russen hatten vor allem in den letzten 7 Monaten die Symbole Z, O und V genutzt, um ihre Technik zu markieren. Und inzwischen sieht man wohl hier dieses Dreieck auf der Technik, die vor allem aus Weißrussland kommt. Und hier nochmal ein Bild. Vermutlich sieht dieses Symbol so im Detail aus. Man sieht es jetzt hier relativ schlecht aus dem Video, weil das Video etwas weiter weg ist. Und ja, vermutlich planen die Russen jetzt hier, beziehungsweise so berichten einige russische Quellen, die zweite Phase der sogenannten militärischen Spezialoperation. Und ja, hierzulande gab es jetzt auch wohl einige Länder, die ihren Bürgern empfohlen haben, die Ukraine zu verlassen, wegen der höheren Gefahr, die diese Länder momentan sehen oder in den nächsten Wochen sehen werden. Es handelt sich hierbei um die Länder China, Serbien, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan, Weißrussland, Ägypten und Indien. Demnach braut sich auch hier etwas zusammen, vor allem eben im Zuge der intensiven russischen Angriffe, die wir hier vor knapp 5 Tagen gesehen haben, und zwar auf das gesamte Territorium der Ukraine. Demnach erinnerte das Ganze schon sehr, sehr stark an den 24. Februar 2022 und möglicherweise planen hier jetzt die Russen den nächsten Schritt, die nächste Phase des Krieges. Inwiefern das Ganze hier gelingen wird, werden wir natürlich sehr, sehr genau verfolgen in den nächsten Tagen. Allerdings, ja, die Initiative liegt momentan weiterhin bei den ukrainischen Streitkräften und demnach erwarten wir hier auch weiterhin, dass die Ukrainer in den nächsten 1, 2 Wochen weitere Offensiven starten werden und möglicherweise hier einige Stücke ihres Territoriums zurückerobern werden.
Demnach jetzt hier das Ende zum 16.10. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und über ein Abo auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.